Das hier muss heute noch zum Kunden. Sag mal, was machst du da? Ich hacke. Also erstens, es heißt hacken. Zweitens, das ist eine Szene aus einem Film. Drittens, wir haben gerade überhaupt kein Internet. Und außerdem, du bist Wirtschaftsinformatiker. Ihr könnt das überhaupt nicht. Oder etwa doch. Wir klären heute mal, sind wir ILA richtige Informatiker? In der Pro-Ecke. Sie sind Alleskönner, quasi das Schweizer Taschenmesser unter den Studiengängen. Sie können gut mit Kunden oder mit externen Adressaten, super viele berufliche Freiheiten und Wahlmöglichkeiten. In der Kontraecke. Ja, aber sie können auch nichts richtig und werden übertrumpft von jedem Spezialwerkzeug. Und auch nicht alle können gut mit Kunden und außerdem, was anderes kann man euch auch nicht geben. Und ja, die Freiheiten und Wahlmöglichkeiten, das stimmt wohl. Insgesamt muss man diese geschlossene Frage wohl mit Nein beantworten. Aber dann kommt das Aber. Ich kenne WIler, die sich im Laufe ihres Studiums in die Richtung Data Science entwickelt haben, und ich kenne Design Thinking oder Scrum Coaches. Dazwischen sind dann Softwarearchitekten, Datenbankadministratoren, technische Vertriebler, Supporttechniker, Risikoanalysten und diverse andere Positionen vertreten. Die potenzielle Breite hat viel mit den Problemen eines Informatikalltags zu tun. Probleme identifizieren, Ansätze finden, logische Schlussfolgerungen ziehen. Dadurch, dass Informatik, WI und BWL anwendungsorientierte Wissenschaften sind, hängt der Schwerpunkt zum einen von der Uni ab und von deinen persönlichen Eigenschaften und Vorlieben. Pauschal sind die technischen Unis eher technisch und informationstechnisch orientiert und da auch irgendwie stolz drauf. Und dann gibt es die Universitäten, die eher so als Vollsortimenter antreten. FHs setzen ebenfalls eigene Schwerpunkte. Und wer sich jetzt fragt, wie viel IT steckt denn drin, der sollte sich anschauen, welche Fakultät das Fach Wirtschaftsinformatik anbietet. Ist es eher die Informatik oder ist es der BWL oder wirtschaftswissenschaftliche Stuhl? Und einer von diesen beiden Lehrstühlen ist dann meistens federführend. Im englischsprachigen Raum ist es übrigens genau die gleiche Diskussion. Sind Computer Science Major Degrees besser oder wichtiger als Information Systems? Und ein Prof hat damals zu mir gesagt, es ist eigentlich egal, Firmen nehmen euch beide gerne. Der Unterschied ist, dass Information Systems, also die Wirtschaftsinformatiker, zu den Kunden geschickt werden können. Und das ist eine pauschale Aussage, die ich in meinem Kommilitonenkreis ähnlich wiederfinde. Ausnahmen bestätigen hier die Regel. Unterm Strich, nein, WIler sind keine Informatiker, außer sie möchten sich bewusst in diese Richtung spezialisieren.